Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Heute gibt es drei Legenden zum Preis von zwei. Ne? Heute ist Didi Schacht mit da, den wir als allererstes begrüßen. Rüdiger Bramschick, Klaus Fischer und meine Wenigkeit besprechen zum letzten Mal in diesem Jahr die Dinge beim FC Schalke. Tja, erstes Unentschieden in der Zeit, in der Karel Cherat jetzt hier Trainer ist. Vorher gab es immer nur Sieg oder Niederlage. Wie fühlen wir uns mit dem Ding? Ja, Klaus, fang du an. Das du brauchst ja nicht, das ist doch da. Das fängt schon gut an. Doch. Ja, sagen wir mal so, dieses Unentschieden war nicht nötig. Weil wir erste Halbzeit wirklich gar nicht schlecht gespielt haben. Haben den Gegner beherrscht, führen 1-0. Und dass der Gegner dann rauskommt in der zweiten Halbzeit und mehr investiert, das müsste jedem klar gewesen sein. Und da konnte man schon sehen, dass sie schon eine gewisse Klasse haben. Die Fürther, sie stehen nicht umsonst im oberen Tabellendrittel. Und ja, und da ging es ja weiter. Wir haben ja später dann das 2-1 gemacht und es sah doch einem Sieg der Schalke aus. Wo wir uns auch gewünscht haben, aber dann dieser Blackout, wo, ja, was soll ich dazu sagen, da wird er sich selbst fragen, warum ist das überhaupt so passiert? Und dann steht 2-2, dann muss er mit dem Punkt dann zufrieden sein. Zumal er noch in Unterzahl gerät. Didi, erste Halbzeit, gut nach vorne gespielt, aber auch super verteidigt, fand ich. Also so aggressiv, sich immer helfend gegenseitig, ganz andere Körpersprache in der Truppe, dauernd sich abgeklatscht gegenseitig, geholfen. Wie hast du die Defensivarbeit gesehen? Ja, ich fand, die erste Halbzeit war für mich so von der Aggressivität her und von der Laufbereitschaft her, auch von der Zweikampfstärke her, war es für mich das Beste, was ich in dieser Saison gesehen habe. Hab mir aber auch da schon die Frage gestellt, wir waren in manchen Situationen noch zu hektisch, sodass der letzte Pass nicht kam, vorne in die Spitze rein. Aber wir sind mit dem 1-0 in die Pause gegangen und da habe ich auch schon gedacht, hoffentlich findet der Trainer die richtigen Worte, dass die Jungs weiter so spielen. Habe aber auch schon mir so ein bisschen Gedanken gemacht, hoffentlich reicht die Kraft auch für die zweite Halbzeit, weil wir sind in der ersten Halbzeit ein hohes Tempo gegangen und man hat es dann auch ein bisschen in der zweiten Halbzeit gemerkt, Fürth wurde stärker. Auch wie Klaus schon sagte, dann machen wir das 2-1 an für sich aus dem Nichts heraus, weil zu dem Zeitpunkt war Fürth am Ball und hat auch sehr viel Druck gemacht und ja, und dann haben wir leider dieses ja, unglückliche Tor, will ich mal so nennen. Da hatte Kollege Mohr so ein bisschen geschlafen, die falsche Entscheidung getroffen, vielleicht hat er auch kurz abgeschaltet. Ich weiß es nicht, was da im Kopf vorgeht und oder was dabei ja, vorgeht. Ich selber hätte ihn früher weggehauen. Ich wollte gerade sagen, du hast ja früher, wie wir alle wissen, Bierkästen aus dem 16er geköpft. Zum Beispiel. Und du hättest den auch. Vielleicht, Klaus. Nanosekunden wäre der auf der Tribüne gewesen. Ja gut, ich hätte gar nicht drüber nachgedacht, den Ball anzunehmen, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte das Ding da weggehauen, Ruhe. Und ich finde auch, das kriegt man schon in der E-Jugend oder in der Bambini beigebracht. Wenn du in Gefahr kommst, hau das Ding da hinten weg. Und das hat er nicht gemacht. Und leider Gottes sind wir dafür gnadenlos bestraft worden. Abi, 1-0, sagt er, haben wir die Kabine genommen, aber es hätten da nicht zwei sein müssen? Oder? Ja, also wenn man das Spiel so gesehen hat in der ersten Halbzeit, als erster, ich fand es klasse, dass der top natürlich ein Tor gemacht hat, was wir die ganze Zeit gesagt haben, wir müssen mehr junge Spieler reinschmeißen. Ich hoffe, dass sie endlich kapieren, dass die jungen Spieler brennen und die wollen auch spielen. Und ich bin davon überzeugt, ich habe ja schon mal gesagt, die älteren Spieler wissen wir, was sie können, aber die jungen Spieler, da wissen wir noch nicht, was die können. Aber Top hat gezeigt, dass er da reingehört, ganz einfach. Und wenn man natürlich davon ausgeht, Torda hat er sich einmal selber, was weiß ich, was der gemacht hat. Also der wollte den Ball annehmen, ist gleichzeitig gestolpert und. Das war eine Riesenchance gewesen. Normalerweise, wenn er den anständig mitgenommen hätte, steht er ja alleine vorm Tor und ich glaube auch, dass er das dann gemacht hätte. Ja, so ist das im Fußball, wenn man am Anfang nicht so richtig die Chancen alle ausnutzt. Wir haben zig Chancen gehabt. Aber leider, ich glaube, sogar noch ein Kopfball war dabei gewesen. Und wenn du die natürlich, der Mohr direkt vor der Pause genau, noch, der dir sehr gut hält. Ja, wenn du die natürlich nicht reinmachst und die kommen dann nochmal wieder in der zweiten Halbzeit. Man hat ja gesehen in der ersten Halbzeit, die haben auch probiert, durch die Gassen zu spielen, weil sie genau wissen, dass unsere Abwehrspieler nicht so schnell sind.
Und bei der einen Situation, wo wir das erste Tor reingekriegt haben, da hat man mal gesehen, wie schnell die sind. Und gut, zum Glück war es abseits gewesen. Lehmann hätte, Ralle hätte schon herauskommen müssen, ist auf der halben Strecke stehen geblieben. Das hat mich so ein bisschen irritiert, als er dann drin war. Habe ich gesagt, Junge, warum kommst du nicht raus? Keine Ahnung, also ich bin Teuter, sind nun mal immer komisch, da weiß man nie so richtig, was die machen. Auf jeden Fall, die erste Halbzeit war verhältnismäßig gut. Die zweite Halbzeit, naja, okay, das fing dann so wieder Larifari ein bisschen an. Aber im Endeffekt, war das Spiel okay von unserer Seite. Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, wie Greuther Fürth spielt, sondern ich habe mehr auf unsere Mannschaft gehabt. Aber ich habe erst wieder den Eindruck gehabt, so 70. Minute an, da sind die wieder so ein bisschen abgebrochen. Ich glaube, dass wir körperlich nur bis zur 70. Minute durchhalten und dann kommen wir immer in so einem Tief rein. Aber okay, das kann man in der Vorbereitung in der nächsten sicherlich kaschieren. Hat gerade Keke Topp angesprochen, Zusammenspiel mit Terodde. Erstmal über Keke alleine. Terodde sagt, das ist eine echte Neun. Ne? Also mal wieder ein Nachwuchsspieler, der aber eine echte Neun ist. Haben wir lange nicht gehabt in ganz Deutschland. Wie gefällt er dir? Was hast du gesehen in den Spielen bisher? Jetzt hat er ja unglücklich angefangen. Am Anfang hätte er gleich schon eine riesen Chance haben können, haben schon einen Doppelpass mit Simon und ist dann gestolpert. Da hatte ich das Gefühl, das hat ihn eine Zeit lang beschäftigt. Aber dann macht er die Bude. Ja, es ist so... Ja, hat er gut abgeschlossen, dieses 1-0, das muss man sagen. Den Pass aufticken lassen und sofort Rolle genommen. Aber okay. Ich bin da nur ein bisschen vorsichtig. Wenn man jetzt sagt, aha, das ist der absolute Topmann für vorne im Sturm, das muss er erst nur beweisen. Dass er jung ist, dass er Talent hat und du musst sehr viel arbeiten. Vor dem Tor muss er arbeiten. Dann kommt noch dazu, dass ein Lasme, der seine Schnelligkeit auch noch hat, aber mit der Schnelligkeit noch nicht so viel anzufangen weiß. Und Kopfballspiel, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, das lässt auch zu wünschen übrig, weil so kann man die Bälle nicht köpfen, so machst du auch kein Tor. Mit hier oben, der Schädeldecke, geht das nicht. Aber das sind so Sachen, man kann sich ja zurückerinnern. Ich habe doch auch vom Tor gearbeitet. Ich habe mit dem Trainer gesprochen, was zu machen ist, und das habe ich dann trainiert. Ja, und dann wirst du sicher, dann hast du Selbstvertrauen und dann funktioniert das. Aber man muss ja wieder auf diesen Typ. Er ist ja 1,94. Die einen sagen 92, also 94. Egal. 92. Der wird, ich glaube nicht, dass er einer ist, der jemanden weglaufen kann. Der braucht auch, wie jeder andere auch, von links und von rechts muss was kommen. Und wenn was kommt und du bist sicher vorne im Zentrum, da kannst du Tore machen. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich finde, was er gut macht, ist dafür, dass er gerade erst ein paar Spiele bei den Senioren hat, ist, wie er den Körper dann auch benutzt. Weil es gibt ja einen riesen Unterschied zwischen Erwachsenenfußball und A-Jugendfußball. Dass er da seinen Körper zum Vorteil nutzen konnte, war klar. Ich hatte gedacht, mal gucken, ob er gegen die abgezockten Innenverteidiger sich durchsetzen kann. Aber er behält die Bälle gut, er verteilt sie, war ja auch schon im letzten Heimspiel an einem Tor beteiligt, das er eingeleitet hat, weil er vorher den Ball gut gehalten hat. Ja, das ist es ja. Ich habe über Poltau gesagt, wenn einer 95 Kilo hat und 1,94 groß ist, der muss einen Ball verteidigen können. Dann können die anderen auch nachrücken. Aber wenn ich keinen Ball, wenn jeder Ball sofort weg ist, dann können die auch nicht nachrücken. Und das ist so wichtig, dass du vorne drin, dass du Ball behauptest. Und wenn du nur seitlich links oder rechts ablegst, dann können die nachrücken. Und so nicht. Und jetzt muss man die Entwicklung bei diesen Jungen mal abwarten. Und ich hoffe noch natürlich, dass der eine oder andere Junge auch noch kommt. Und wir haben schon öfter darüber gesprochen. Wenn ich die Chance habe, als 19-, 20-Jähriger die Möglichkeit habe, vielleicht auf Schalke zu spielen, das ist aber in erster Linie, fängt das im Training an. Und da kann man in der Vergangenheit auch von unserer Zeit reden, wie man will. Ein Bernd Thiele als Beispiel, werde ich nie vergessen, der kam
aus der A-Jugend, Jugendnationalspieler mit dem Abi zusammen. Und was hat er im Training gemacht? Da ging sie ja auf die Socken drauf ohne Ende. Der Trainer sieht das doch. Na, die spielen das. Spielst du mir kein Wolfgang Overath, hat er gesagt. Ja, Overath, weil ein weltklassischer Mittelfeldspieler, da braucht man auch nicht drüber reden. Aber der hat den auf die Socken gehauen. Nach vielen Stunden kam Wolfgang schon angelaufen. Helmut, der war, Helmut Kremers war Kapitän. Helmut sagt dem Verrückten mal Bescheid. Nein, ja. Helmut ging Helmut ist hingegangen, weiter so. Hat gesagt, du musst ihn noch mehr auf die Knochen haben. Ja, sind solche Sachen. Klaus, wo man aber auch sagen muss, der Bernd Thiele war ein guter Fußballer. Ja, gar keine Frage. Der konnte auch nebenbei kicken. Er war also nicht nur ein Klopper, sondern er konnte auch noch Fußball spielen. Er hat beides verbunden. Ja, er konnte Fußball spielen und auch hier zur Sache. Anders geht das nicht. Und diese Jungs, die hinten dran stehen, mein Gott, ich will da rein. Aber vom Zuschauen komme ich da nicht rein. Ich muss was tun. Ja gut, da gehören ja zwei Sachen dazu. Einerseits auch der Trainer, der dir das Vertrauen gibt und sagt, du, ich sehe den, ich lasse ihn spielen. Ja, und das ist ja immer der Vorteil. Also wenn man einen Trainer hat, der auch sich mit den jungen Spielern befasst, so wie Ivica hat das ja gemacht bei uns, war es ja so gewesen, dass wir dann auch dadurch die Chancen gekriegt haben. Klar haben wir auch schlecht gespielt. Und trotzdem ist er hingekommen und umgepeilt hat, komm, nächste Woche spielst du besser. Aber naja, gut, man muss mal abwarten, was Gerrits noch macht. Ich weiß nicht, wen er noch da in der Röhre hat oder wen man noch reinbringen will. Aber ich bin einfach dafür, dass wir mehr mit den jungen Leuten arbeiten sollten, wenn ich gesehen habe, dass Fürth so viele junge Spieler drin hat, die 20, 19, ich glaube, die haben drei Spieler, die knapp über 30 sind oder under 30 sind. Also die machen das ja auch. Ja, aber habe ich. Alle zusammen müssen doch drüber reden, welche große Chance sie haben, hier auf Schalke spielen zu können. Naja, ist richtig. Aber die Grundvoraussetzungen, was sind die Grundvoraussetzungen? Dass du von der ersten bis zur letzten Minute Gas gibst, dass du kämpfst um jeden Ball. So, und dann fängt das Spielerische an. Wenn ich das auch noch kann, ja, da reden wir von, für mich, war das der wichtigste Spieler, 1990 bei der Weltmeisterschaft in Italien. Lothar Matthäus. Was hat der Lothar alles? Er war schnell, zweikampfstark und hat einen guten Abschluss und hat Gas gegeben. Ohne Rücksicht auf irgendjemanden. Ja? Und das ist ein Zeichen, wie es geht. Dass du dann wirklich lauter Lothar Matthäus haben, das ist schon klar. Warum? Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Jungs müssen begreifen, nur so geht das. Was meinst du denn, Didi? Ja, ich bin der gleichen Meinung. Du hast ja als junger Spieler nichts zu verlieren. Das war ja bei uns, bei euch, als ihr oder als ich 19 war. Mich haben sie auch reingeworfen damals beim MSV. Mich haben sie gegen Litti direkt spielen lassen. Den habe ich weggejagt. Ich habe gegen Rummenigge gespielt. Ich hatte einfach nichts zu verlieren. Ich hatte nur zu gewinnen. Ich habe den gejagt. Ich habe gekämpft. Und darüber hinaus habe ich dann auch ein Spiel gefunden. Und dann war ich drin. Und das... Du kannst nur gewinnen als junger Spieler. Und noch dazu, wie du gerade sagtest, Abi, wenn du einen Trainer dahinter hast, der auf dich baut. Ich hatte damals Wenzler von Kuno Klötzer, der hat auf mich einfach gebaut. Der hat gesagt, pass auf Junge, ich gebe dir die Chance. Ich bin aber auch, muss ich dazu sagen, nach jedem Training noch 20, 30 Minuten mit dem Ennertz draußen geblieben. Ja, wir auch. Haben mit dem Ennertz Dietz immer noch gearbeitet und Fleiß wird am Ende belohnt. Und so ist es für unsere Jungs auch, ganz klar. Ja. Und du hast den Kuno Klötzer gehabt, der Kuno Klötzer kann ich mir gut erinnern. Da hat der Gegner einen Elfmeter. Da hat der Kuno reingeschrien, warum deckt denn keiner? Ja, aber bei mir hat er alles richtig gemacht. Ja, aber du, also jetzt mal wieder zu unserem Spiel zu kommen. Ich glaube, dass wir jetzt auch langsam ein bisschen besser werden über die Seiten. Ja, also bei Brunner bin ich mir immer noch so ein bisschen, aber die andere Seite, die funktioniert. Aus Mohr glaube ich, der spielt für mich 80%. Die 20%, die kann man aus dem noch rausholen, bin ich fest von überzeugt. Der hat gute Ansätze, er muss gucken, dass er über außen besser noch vorbeikommt. Und nicht nur überlaufen, sondern auch mal eins gegen eins geht und dann mal eine Flanke reinschlägt. Also die linke Seite ist okay und die rechte Seite, ich weiß nicht, weil jetzt wird ja... Fußballgott, oder?
Ja, jetzt wird ja sowieso auf der rechten Seite was gesucht und ich hoffe, dass man den richtigen findet, weil die Seite ist eigentlich das große Problem bei uns, finde ich. Bisher war ja auch ein großes Problem, finde ich, das Zentrum, ja, Mittelfeld, sechster Position, den Ball überhaupt von der Viererkette im Spielaufbau über die Mittellinie zu kriegen. Da hatten wir ja schon ein Riesenproblem. Und da war jetzt mit Seguin und Idrissi, ja, vor allem in der ersten Halbzeit, die haben auch ein paar Fehlpässe gespielt, ja, okay, aber da waren auch mal Bälle bei, die waren ein bisschen schwieriger, da war mal ein, ja, bisschen Risiko bei und auf einmal sah es nach Fußball aus. Ja, vor allen Dingen haben sie sich nicht versteckt, wie unser Schallenberg, der hat sich ja immer versteckt, der versteckt sich ja hinterm Mann, der spielt den Ball ab und dann läuft der hinterm Mann, damit er den Ball nicht wieder bekommt. Und es war auch mehr Tempo auf der 60er, also ganz klar zu sehen. Und wenn die Sechs, für mich sind die zwei Sechser immer die wichtigsten Spieler, da kann man mir erzählen, was man will. Und die sorgen für die Ordnung, was nach vorne, nach hinten ist. Und mit Schallenberg haben wir nicht so gut gespielt, ganz klar. Ja. Und eins muss ich noch sagen, da bin ich für dieses Jahr fertig. Ich habe mir jetzt am Samstag und Sonntag am Fernsehen angeguckt, erste, zweite Liga und so weiter, Konferenz. Da war ich schockiert. Wie große Probleme wir mit dem schwachen Fuß haben. Zu 80% können mit dem schwachen Fuß nichts anfangen. Und dann machen sie was Unmögliches, was gar nicht möglich ist, dass sie dann mit dem starken Fuß so hingehen, das sieht katastrophal aus. Das ist, weil ich 5 Meter, mit einem Ball nicht über 5 Meter spielen kann mit dem schwachen Fuß, dann muss ich das trainieren ohne Ende. Wann hast du schon mal einen, siehst du einen, der mit einem schwachen Fuß einen guten Abschluss hat? Das ist auch kaum. Und die trainieren ja jeden Tag. Und die kann draußen bleiben. Und der fängt aber unten schon an, wenn wir Fußballschule machen. Keiner will mit dem schwachen Fuß was machen. Ja? Aber da haben wir jetzt den Wolf beim DFB, der wird ihnen das alle beibringen. Das kannst du von ausgehen. In 3 gegen 3 und 4 gegen 4. Ja, genau. Naja, also zumindest mehr Ballkontakte, ne? Ja. Und wir es auch mehr mit dem schwächeren Fuß spielen müssen, weil in den kleinen Formen ist natürlich viel mehr Zweikämpfe. Das haben viele nicht verstanden. Das kann man ja ins Training mit einbinden. Aber wie will ich einen guten Rechtsaußen weiterbilden? Der nimmt Flanken, braucht mehr. Im unteren Bereich. Wir brauchen ja Mittelstürmer, haben wir keinen. Brauchen wir noch überhaupt keinen, weil er kriegt ja keine Flanke, weil die Flanke liegt. Es geht ja für die ersten Jahre. Für die ersten Jahre. Und wann willst du mit anfangen, mit 15? Das ist zu spät. Der Torwart wird ausgebildet mit 25, oder wie? Ja, hallo. Wann machen die Torwarttraining? Eine gewisse Skepsis dem neuen Konzept, ja, hier. Also ich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, so ein bisschen auf der Klausterer Seite. Weil ich finde es nicht schlecht, ja, also man kann 3 gegen 3 spielen, das haben wir also auch schon gespielt, als Trainer habe ich das auch schon oft gemacht, aber wenn dann einer sagt, ja, über 3 gegen 3, da kann man Außenstürmer ausbilden und da habe ich mich leider mit dem Herrn Wolf leider ein bisschen an die Köppe gekriegt, weil ich gesagt habe, hör mal, was ist los? Was erzählst du mir? Das kannst du den Jungs erzählen, die hier bei dem Lehrgang sind, aber nicht mir. Weil ich weiß, wie schwer das ist, Außenstürmer auszubilden, weil ich da rumgehangen habe außen und musste viel, viel üben und viel, viel machen, um das auch hinzukriegen. Das ist nicht so einfach. Und wenn du 3 gegen 3 spielst, hat der Klaus nicht unrecht. Also das ist also Fußball. Das heißt, die spielen untereinander ein bisschen. Und kommen die natürlich höher, dann ist der Anspruch auch schon wieder ganz anders. Dann müssen sie mehr gucken, breiter gucken. Du spielst auf kleine Felder nur. Dann darfst du nur sagen, Pep Guardiola. Dann spielst du wie Pep Guardiola, nur kurze Bälle und guckst dann irgendwie wieder nach vorne zum Tor kommst. Es ist alles ein Konzept, ja, ein neues Konzept. Und im nächsten Jahr gibt es schon wieder ein neues. Bin ich fest von überzeugt. Das kann durchaus sein. Ne? Ja, und wir sind dann Europameister mit diesem Spiel. Das wäre natürlich schön. Ich würde mich freuen, Europameister zu werden. Ja, da hat es ja auch die Auslosung gegeben, ne? Deutsche Gruppe, Ungarn, Schottland, Schweiz. Hätte man früher gesagt. Ja. Hätte Helmut gesagt, vorher haben wir uns nicht umgezogen. Ja, aber, genau. Helmut, die Zeit ist vorbei. Genau.
Die Zeit sind vorbei. Ja. Also Ungarn, glaube ich, da muss ich schon eine Schippe drauflegen. Die haben eine gute Truppe da. Also. Wir haben doch gegen ihn verloren. Ja, ja, gut, das ist ja. Aber das gegen die Schweizer. Aber es war ein Freundschaftsspiel. Ja, schlagen. Ja. Die Schotten haben gegen Spanien gewonnen. Ja, Schottland. Ja. Also, einfach würde es sicherlich nicht. Ihr seid jetzt schon negativ. Wir haben noch gar nicht angefangen. Ja. Und lass ihn doch erstmal machen. Wie heißt unser Nationaltrainer nochmal? Nagelsmann. Ach, Nagelsmann, ja. Ist er doch. Jungs, zurück zum FC Schalke 04, ist sowieso wichtiger. Ne? Klar, wir haben ja ständig den Ablauf der Hinrunde analysiert. Dass wir klar unter Möglichkeiten geblieben sind, ist klar. Aber unter Herrens hast du jetzt eine Punktzahl, die darauf hindeutet, dass du am Ende gesichert im Mittelfeldlauf einlaufen wirst. Wie sagt er, insgesamt so ist die Entwicklung. Und was muss in der Winterpause passieren, auf welchen Positionen, um deine Entwicklung fürs nächste Jahr schon hinzukriegen? Ja, ich denke, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, die rechte Seite ist einfach unser Problem. Auf der 6 müssen wir gucken, dass wir die richtigen Spieler finden. Die beiden haben es jetzt mal ganz gut gemacht. Ich denke ganz einfach, wir müssen in der Winterpause, muss der Trainer hart arbeiten mit der Mannschaft. Der muss sie vor allen Dingen körperlich auf absolut hohem Niveau bringen, sodass wir dann auch mal zwei Halbzeiten vom Tempo so gehen können, wie wir es jetzt gemacht haben, so wie wir es jetzt in der ersten Halbzeit gemacht haben. Dann muss insgesamt, bin ich der Meinung, noch mehr Teamgeist da sein, weil da sind mir noch zu viele, ich möchte manchmal auch sehen, dass sie sich gegenseitig einfach mehr anfeuern. Das ist mir alles noch ein bisschen zu ruhig, jeder ist so sehr mit sich selber beschäftigt. Und sage aber auch, die 7 Punkte, die wir jetzt geholt haben, der Patient ist auf dem Weg der Besserung. Und jetzt heißt es, von Spiel zu denken, Punkten. Und dann werden wir sehen, wo wir am Ende stehen. Ob es wie ganz oben reicht, ich glaube, da brauchen wir im Moment gar nicht drüber sprechen. Aber man wird sehen, dass wir in den einstelligen Bereich kommen und dann kann man immer noch gucken, wo der Zug am Ende hinfährt. Ich glaube, dass die rechte Seite, also ich bin ja da so ein bisschen anders. Ich sehe Fußball manchmal ein bisschen anders als der Trainer oder der Trainer. Ich persönlich bin also dafür, dass man mit der 6 spielt. Ich bin aber auch dafür, dass man die Außen gut besetzt mit guten Leuten. Also das heißt jetzt nicht nur, dass ich einen rechten Verteidiger da hole, der jetzt da defensiv gut ist und die rechte Seite, da passiert nichts. Also ich meine schon, dass da noch einer hin muss, ja, im Mittelfeld, der auch rechts und links, dass da Flanken kommen, wenn du zwei große Jungs vorne drin hast, mit der Rolle jetzt und einem Topass, der ist ja auch nicht gerade klein. Ich weiß es nicht, kopfballmäßig habe ich den jetzt noch nicht so gesehen, aber der Rolle wissen wir, wenn Bälle reinkommen, die er macht. Zurzeit ist er auch ein bisschen so, ja, ein bisschen unsicher, glaube ich, vom Tor, weil so, er hat wieder so ein paar Chancen gehabt, die er nicht gemacht hat. Und ja, gut, das hoffen wir dann im nächsten Jahr, dass er das wieder macht, so wie er eben, oder so wie wir aufgestiegen sind. Da hat er sehr gut gespielt, aus jeder Chance ein Tor gemacht. Jetzt hat er 2 oder 3 gehabt. Da sagt der eine, sagt, nehm ihn an, den Ball. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Also ich habe auch den Eindruck gehabt, dass wenn ich geschossen hätte, ich hätte an seine Stelle auch geschossen, ich hätte ihn auch nicht mehr angenommen. Aber wie gesagt, da muss man dann eben schauen, dass man über außen mehr kommt, aber vielleicht auf der rechten Seite noch einen schnellen Mann besorgt, der auch defensiv auch noch einigermaßen arbeitet, aber die rechte Seite, da müssen 2 neue Leute hin und die müssen gut sein. Ich bin der Meinung, dass die letzte Konsequenz bei diesem Abschluss, wo er hatte, gefehlt hat. Da muss er giftiger sein. Unbedingt das so, normal kann er das. Was noch wichtig ist für uns, für die Rückrunde wird es schwer, weil die Spieler, die wir brauchen, sind nicht am Markt. Schnelle Leute über die Außenposition. Schnelle Leute, die gut sind, da haben wir das Geld nicht für. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir in der Liga bleiben, ist kein Thema. Aber aufsteigen glaube ich auch nicht, sondern planen für die nächste Saison, dann wir diese Positionen, die ganz, ganz wichtig sind, dass wir die gute, schnelle Leute besetzen. Wie? Das kann ich nicht sagen. Aber ich habe noch was mir einfach auf der Zunge liegt. Da wollte ich mal hier meine 2 Top-Experten mal fragen, ob euch das auch aufgefallen ist. Wenn wir Eckball gegen uns haben, dass alle Spieler mit zurückgehen, unser Ball wird abgewehrt,
Ständig hat der Gegner danach den Ball. Selbst wenn der Torwart den abfängt, dauert das fast eine Minute, bis einer vorne anspielbar ist. Wisst ihr, warum der Trainer so oder wer dafür zuständig ist? Frag mich das jedes Mal. Gebe ich dir vollkommen recht. Ich verstehe es auch nicht. Aber ich muss dazu sagen, mir ist aufgefallen, dass es Greuther Fürth gemacht hat. Und es war eine Riesenaufregung bei uns, wer jetzt den Stürmer, der vorne stand, den übernimmt. Also es standen auf einmal zwei Leute neben den und trotzdem ist noch einer nach hinten gelaufen, weil sie Angst hatten, weil der verhältnismäßig schnell ist. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wer hinten stand. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Meinst du, ist der Mörken ja mit hinten? Ja, aber der Mörken ist ja der noch jemand einholen kann. Das muss man wirklich sagen. Also der ist auf verhältnismäßig schnell. Und deswegen funktioniert das ja auch auf der linken Seite, ja? Und auf der rechten Seite nicht. Der Klaus schon nicht unrecht. Wenn du jetzt da wieder einen holst, der auch wieder nur so lalli macht und in der Abwehr gut ist und davor vielleicht noch einen hast, der das Spiel nicht nach vorne bringt. Also ich brauche keine zwei Sechser. Ich will den noch einer reicht mehr. Warum einen? Warum nicht zwei? Ja, sag ich ja. Weil wenn zwei vorne sind von uns, dann sind schon mal dreimal vom Gegner. Oh, ja. Minimum. Sogar mehr, Klaus. Und vielleicht sogar mehr. Ja. Weil der Ball, haben wir oft gesehen, der Ball wird abgefangen vom Tor. Da hat gar keine Möglichkeit, den Ball wegzuhauen. Ja. Der muss warten, bis wir wieder auf und der Gegner auch hin. Das sind so Möglichkeiten. Hab ich noch nie gesehen. Das natürlich musst du dich auch durchsetzen können da vorne. Ja, ja, klar. Das ist das Nächste, ist ja logisch. Aber je mehr im Strafraum sind, desto mehr Stern auch noch. Da kann ich gar nicht richtig hinlaufen zum Ball. Und der Gegner ist vor mir groß und so weiter. Da passieren Dinge, die dann vielleicht zu Chancen, zu Toren führen. Und deswegen will ich immer, aber keine langsamen vorne. Nee, nein, schnelle Leute muss ich vorne haben. Ja, dann war vielleicht in den Spielen mit Lassmer das Thema, dass der ja auch kopfballstark ist. Dann hast du ihn eigentlich gerne mit hinten. Wo ist der Kopfballstark? Ja. Defensiv. Ja, defensiv. Der holt schon den Iron Man weg dahin. Ne? Und deshalb hast du den, er müsste natürlich an der Mittellinie stehen. Ja, logisch. Selbstverständlich. Aber dann fehlt dir die 1,94 hin. Aber gut. Weißt du, welche Rolle auswählen dann nicht? Aber ich meine, du hast ja. Ja, der Rolle so kann hinbleiben, weil der kann nicht kontern. Ja. Und ich werde nie vergessen, wir haben so ein Auto, wir sind auch nicht blöd oder was, und haben über Fußball gesprochen. Bei Eckball, der Helmut Kremers, der Weichei hoch Dreier, was Kopfball und zwei Angler. Aber gegen den hat keiner Kopfball gekriegt. Warum? Der stand da neben ihm, Fuß drauf, Ende, der kam nicht hoch, der kam nicht weg, nichts. Ja, das kennst du wohl. Kleber aus Stolz. Und er hat dann auch die Frisur geschoren. Ja, und braucht die Köpfe. Aber man muss dazu sagen, er war natürlich ein ausgeschlafener Junge, auch heute noch. Ich mag ihn ja sehr. Und aber das sind so Dinger, die du heute fast gar nicht mehr machen kannst, weil die Kameras, da sind so viele Kameras, wenn du den auf dem Fuß drehst, gehst du gleich in den Elfmeter. Also das ist, also die zeigen, glaube ich, ey Jungs, die können wir auch knicken irgendwo. Ich habe das Gefühl, dass... Da könnte der Kohler gar nicht mehr spielen heute. Nee, der auf keinen Fall, weil der hat ja nur auf den Füßen ganz getreten. Ganz weit auf Mannheim, der hätte bei jedem Spiel nach 5 Minuten zu dritt gewesen. Ja, also hinkommt. Der mit zwei Beinen auf zwei jedes Spiel hat er 20 Kämpfe gehabt. Das ist wirklich stark. Nein, der Junge war schon ein guter Junge. Aber der hat umbraucht und ist mit denen ja hingefallen. Oh. Aber wir kommen ja trotzdem vom Thema ab und sagen... Eigentlich, wenn der Ball, der Fährmann kriegt, da müssen die normalerweise auch raussprinten ohne Ende. Aber das ist bei uns leider so, dass wir da so erstmal gucken, was der macht, dann drehen sie sich um und dann laufen sie langsam. Eigentlich musst du blind loslaufen, das kannst du also auch nur im Training üben, solche Sachen. Also, dass da zwei Leute am 16er sind auch und dass du dann über rechts oder links los und er, ich meine, abwerfen kann er ja, das ist, der hat ja schon oft... Ja, aber auch wenn wir den Ball rausköpfen, den hat immer der Gegner den Ball, das war jetzt auch wieder so, die sind immer weiter im Ballbesitz. Da ist der Eckball wirklich im Vorteil. Am 16er steht auch keiner. Nein, ist gar nichts. Also, ich frage mich, wer dafür zuständig ist, ich muss ganz ehrlich, einer trainiert ja bestimmt. Mit 10 Mann hin, da musst du das jetzt machen, wir werden dich da jetzt vorschlagen. Also ich sagte ja, die Mannschaft, ich trainiere, ich habe drei vorne gelassen sogar, drei schnelle. Also da waren vier hinten immer. Also die Damen trainieren das, oder was? Die waren zu fünf vorne. Die jetzt zu den Mädels gesagt, aber ihr drei bleibt vorne. Ja, wir einer geht zurück. Und versuchen, eine Tube einzuschalten. Ja. Ah, der Litti hat das auch gemacht. Das hat auch drei vorne gelassen. Ja, Jungs, gute Laune kurz vorm Fest. Ne? Dann können wir ja mit dieser Stimmung schließen wir das Jahr und sagen danke,
dass ihr immer wieder euch zusammengefunden habt, um der Welt zu erklären, wie es denn läuft. Ne? Also wir wissen auch nicht alles. Also wir wissen vieles, aber wir wissen nicht alles. Das muss man auch sagen. Ja, wir reden ja auch manchmal an Sachen vorbei. Aber ich glaube, dass wir schon zum größten Teil ein bisschen Ahnung haben. Und ich glaube, wenn der ein oder andere sieht ja auch die Sendung oft, das hast du ja auch gesagt, und ja, Reis hat sie grundsätzlich gesehen. Und wahrscheinlich, wenn er doch auf uns mal ein bisschen gehört hätte, wo wir gesagt haben, mach mal eine Viererkette, ist vielleicht doch besser, hätte er doch vielleicht machen sollen, vielleicht wäre er heute noch Trainer. Wir sind ja Schalke. Helfen können wir ja nur, wenn man sich unterhält über verschiedene Sachen. Und dass wir Schalke in der Bundesliga sehen würden, da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Aber wie komme ich in die Bundesliga und bleibe ich dann wieder in die Bundesliga? Das ist ja die nächste Aufgabe, die bevorsteht. Es ist Weihnachten, vielleicht können wir da mal unterm Tannenbaum was runterschieben, oder? Ja, wenn ihr noch einen für die rechte Seite habt, schiebt ihn rüber. Ne? Ich hätte noch mehrere, aber mich fragt man nicht. Aber dann, ja gut. Ja, dann wünsche ich euch schöne Tage mit euren Lieben. Ja, ne? Ebenso. Danke. Urlaub oder zu Hause in Klöpshaus? Noch Weihnachten. Noch Weihnachten. Wir fahren immer zu unserem Freund Mehmet hier in Oberstdorf, hier Schanzenturnier. Und da freuen wir uns schon drauf. Ist der Helmut auch noch da und Volker, mein Bruder, und Klaus. Und da werden wir schön ins neue Jahr feiern. Und Klaus übersetzt dann für euch. Bitte? Übersetzt. Ja, und ich bin als Vorspringer, bin ich dann vorgesehen. Ich muss aber nur überlegen, ob ich das mache. Und mit Fallschirm. Und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, den Abi am 30. Dezember zu vertreten, ja, als Cheftrainer bei der Traditionsmannschaft beim Hallenturnier. Stehe ich wieder unter Druck, wird dann natürlich schwer, zwischendurch wieder anrufen. Ganz schwer. Also, ich habe noch alles zu tun. Alle was zu tun. Ja, ja, dann wünsche ich euch schöne Tage, euch natürlich auch guten Rutsch danach. Ja. Und schöne Weihnachten. Alles Gute. Okay. Dann haben wir wieder mit Sicherheit viel zu erzählen danach. Ja. Dankeschön, tschüss. Danke. Ja, ciao.